Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie heute der Einladung der Technisch-Literarischen Journalistenvereinigung, kurz TELI, in den Presseclub München gefolgt sind. Die TELI wurde 1929 gegründet. Sie feiert dieses Jahr ihren 90. Geburtstag. Keine deutsche Journalistenvereinigung kann auf eine so lange Geschichte zurückblicken. Die TELI hat ihr Jubiläum zum Anlass genommen für eine Podiumsdiskussion, die dem Vereinszweck der TELI entspricht, technisch-wissenschaftliche Inhalte in den gesellschaftlichen Kontext zu stellen, in die Öffentlichkeit und mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Und noch ein Jubiläum feiern wir dieses Jahr, 10 Jahre Wissenschaftsdebatte, TELI-Wissenschaftsdebatte. Erfinder sitzen hier im Raum. Erlauben Sie mir zunächst zwei Hinweise auf dieser Veranstaltung. Aus dieser Veranstaltung wird mit Bild, Ton, Video und Text berichtet. Wer damit nicht einverstanden ist, muss die Veranstaltung jetzt verlassen. Die kriegen ja nichts zum Essen. Ich bedanke mich beim Presseclub München und dessen Team, Angelika Fuß, Jörn Treu und Inge Nestler, für die Mithilfe bei der Organisation dieser Veranstaltung. Ich freue mich besonders über die Teilnahme von meinem TELI-Mentor Dietmar Schmidt, dem ehemaligen Pressesprecher der LMU München und langjährigen TELI-Regionalkreisvorsitzenden. Ich freue mich, dass Dr. Wilhelm Füßel gekommen ist, der Chefarchivar des Deutschen Museums. Ihm vertraut die TELI ihre Archivalien an, damit sie der Forschung zur Verfügung stehen. Ich freue mich, dass Marlo Thomsen gekommen ist, Bezirksvorsitzende Oberbayern München des Bayerischen Journalistenverbandes, BJV. Und ich freue mich besonders, dass das TELI-Gremienmitglied Rainer Korbmann erschienen ist, der mit seinem Büro die Kommunikation zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit ebenfalls befördert. Außerdem freut es mich, dass Peter Schmalz, der Vorsitzende des Presseclubs, hier ist. Und Dr. Marc-Dennis Weitze, der an der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften AKATECH die Technikkommunikation leitet. Den Mitgliedern des TELI-Vorstands danke ich für ihr Engagement sowie den TELI-Mitgliedern, die mit ihren Beiträgen die finanzielle Grundlage für solche Veranstaltungen, insbesondere für diese Jubiläumsfeier, legen. Und selbstverständlich freuen wir uns über alle, die ich jetzt hier namentlich nicht erwähnt habe, aus Zeitgründen, dass sie da sind. Erlauben Sie mir bitte eine kleine persönliche Notiz. Ich habe mich vor bald 2 Jahrzehnten der TELI angeschlossen. Doch erst mit der Zeit habe ich wahrgenommen, dass ich schon sehr viel früher von TELIanern beeinflusst war. Sei es durch das Gründungsmitglied der TELI, Hans Dominik, den ich in meiner Jugend schon als Science-Fiction-Autor und deutschen Jules Verne wahrgenommen habe, oder Dr. Günther Siefahrt als Berichterstatter der Fernsehübertragung der Mondlandung 1969, Apollo 11, damals war ich 13. Und Jean Pütz, dessen Hobbythek ich eine Rezeptur verdanke, mit der ich als Papa, Onkel und Opa seit Jahrzehnten Kinder zum Staunen bringe. Riesige, riesige Seifenblasen. Und jetzt dürfen Sie staunen über die Speisenfolge eines der ersten Gesellschaftsabends der TELI aus dem Jahr 1930 im Harnack-Haus in Berlin. Damals am 1.12. gab es Fleischbrühe, Königinpastetchen, Spießerkeule mit Salat und Haselnusscreme. Versprochen, das TELI-Buffet 2019 sieht anders aus. Im Anschluss an Panel und die Diskussionsrunden, die beiden laden wir alle anwesend zum Schlemmen und Trinken, zum Reden und Austauschen ein. Genießen Sie dabei den direkten Zugang zu den Referenten und zur Referentin. Stellen Sie Ihre noch unbeantworteten Fragen erneut und informieren Sie sich aus erster Hand. Und werden Sie TELI-Mitglied. Machen Sie mit, bringen Sie sich ein. Begrüßen Sie jetzt bitte mit mir auf dem Podium Professor Dr. Martina Schrautner, Mitglied des Vorstands der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, AKATECH, die den Aufgabenbereich Innovationsforschung leitet. Dr. Rupert Graf Strachwitz, Vorstandsvorsitzender der Mäzenaterstiftung Berlin-München.
Jean Pütz, Wissenschafts- und Technikjournalist, Blogger und Influencer und langjähriger Moderator der schon erwähnten WDR-Kultsendung Hobbitek. Und Wolfgang Göde, Wissenschaftsjournalist und langjähriges Vorstandsmitglied der Teli. Er springt für Professor Dr. Peter Finke ein, der aus gesundheitlichen Gründen vorgestern kurzfristig abgesagt hat. Professor Finkes Redemanuskript stellen wir Ihnen am Ende der Veranstaltung als Handout zur Verfügung. Und der Ablauf sieht so aus: Nach dem Finke-Vortrag, den jetzt dankenswerterweise Wolfgang hält, haben wir jeweils 10 Minuten für unsere Referenten für einen Impulsvortrag vorgesehen. Danach haben wir für 25 Minuten eine Diskussion auf dem Panel geplant, die ich moderieren werde, von diesem Seitensitz aus. Danach haben wir 20 Minuten Zeit, Fragen an das Podium zu richten. Am Ende dieser 3 Runden wird Frau Professor Anke von Kempen von der Hochschule München den Vortrags- und Diskussionsteil mit einer Zusammenfassung des Gehörten beenden, wofür ich ihr herzlich danke. Und dann will der Hajo Neubert, langjähriger Teli-Vorsitzender, noch ein kleines Grußwort sprechen. Ich bitte an alle, je kürzer wir uns fassen, desto früher kann ich das Buffet für die 90-Jahr-Feier eröffnen, denn deswegen sind wir hier zum Feiern. Ich übergebe nun das Wort an Wolfgang Göde. Ja, vielen Dank, Arno Krahl, für diese Einleitung. Ich möchte kurz das Thema erläutern, weshalb wir uns heute hier versammelt haben, und begrüße Sie mit sehr verehrte Gästinnen und Gäste. Der Gendermodus war 1930 bei Spießerkeulchen bestimmt noch nicht Usus. Ich bezweifle, dass da überhaupt Frauen dabei waren. Insofern sind wir heute auch hier ein großes Stück weiter, auch wenn es vielleicht immer noch nicht reicht. How dare you? Was unterstehen Sie sich? Ist in kürzester Zeit in unseren Sprachschatz eingewandert. Hier unten auf dem Marienplatz ziehen die Friday for Future Demonstrationen vorbei. Der eher konservative Münchner Merkur titelte am 22. Oktober zum Dieselskandal: Made in Germany in Verruf. Internationales Vertrauen in Deutschland abgestürzt. In Angststarre vor Big Boss hielten alle Etagen im VW-Konzern über kriminelle Abgasmanipulation jahrelang dicht. Und auf Monitoren der Münchner U-Bahn bewirbt der C.H. Beck Verlag derzeit sein neuestes Buch New Dark Age, der Sieg der Technologie und das Ende der Zukunft. Diese 3 Andockpunkte zeichnen kein Bermuda-Dreieck auf, meine Damen und Herren, kein Weltuntergangsszenario. In der Krise liegt die Kraft zur Reform. Nach dem Dunkel wird's wieder hell. Insofern könnte unsere Veranstaltung heute auch Future for Science heißen. Vielen Dank. In diesem Sinne hatten wir Professor Dr. Peter Finke zum Jubiläumsthema Vertrauensverlust in Forschung und Bürgerkompetenz als Gegenpol dazu eingeladen und ihn um den Eingangsimpuls gebeten. Er ist Wissenschaftstheoretiker der Universität Bielefeld, streitbar bei vielen Auftritten auf Bühnen im ganzen Lande, hat mit seinen Büchern Citizen Science und Lob der Laien die Zivilgesellschaft und Amateurwissenschaft fest in der Forschungslandschaft verankert. Einer der besten Kenner und Kritiker der heutigen Wissenschaftskultur liegt leider daheim im Bette mit einem Lungeninfekt. Lässt sich entschuldigen und hat mich gebeten, seinen Impuls vorzutragen und ihn in der Diskussion auch zu vertreten. Er hatte sich sehr gefreut, bei der Teli heute Abend ein Forum für seine Zweifel am Wissenschaftssystem zu finden. Wir haben seinen Vortrag von 45 Minuten auf gut 15 Minuten reduziert. Es war sehr peinvoll für ihn. Ich habe ihm heute ans Krankenbett eine Flasche Whisky, Writer's Tears, von nebenan aus dem Whisky-Shop geschickt.
Ich bitte Sie um gut 15 Minuten Geduld für die Essenz seines Denkens. Das ist, glaube ich, erste Sahne, auch wenn vielleicht zu lang, um in Marmor geschlagen zu werden. Nunmehr O-Ton, Finke zu. Dort steht, dort ist der Mann, Herr Professor Finke, unser Teddy-Logik-Logo. Abschied von einem Zeitalter. Kann die Wissenschaft noch einmal zur Hoffnungsträgerin werden? So, jetzt Finke. Meine Damen und Herren, die Wissenschaft war einmal die Hoffnungsträgerin par excellence. Für manche scheint sie dies immer noch zu sein. Doch an immer mehr Menschen nagen inzwischen wenigstens teilweise Zweifel. Und die werden damit leider auch zum Nährboden für die plumpe, populistische Wissenschaftskritik unserer Tage. Leute wie Trump, Kreationisten und Rechtsradikale betreiben sie heute nicht rational, wie Josef Weizenbaum, sondern emotional, oberflächlich und ideologisch. Man fühlt sich genötigt, Märsche für die Wissenschaft zu veranstalten, doch Marschmusik übertönt immer die vergleichsweise leisen Stimmen seriöser Kritiker. Die höchst erfreuliche, für viele Zeitgenossen ganz überraschende Unterstützung der Klimaforscher, vor allem durch die Jugend, trägt leider auch zur Immunisierung der ganzen Wissenschaft bei. Die ewige Hoffnungsträgerin überdeckt als Wunschbild die Wirklichkeit. Ich kenne einen Wissenschaftsjournalisten, den ich sehr schätze. Er ist Biologe, Redakteur einer guten populärwissenschaftlichen Zeitschrift. Aber etwas ärgert mich. Die Wissenschaft gehört bei ihm stets zu den Guten. Die Bösen hat er immer schnell beisammen. Wirtschaft und Industrie, die Globalisierung, EU-Subventionspolitik, private Gier. Die Wissenschaft ist nie dabei, denn sie erklärt ja immer nur, legt die Ursachen klar, analysiert die Gründe von Fehlentwicklungen. Es passt gut zur letztjährigen Vergabe des begehrten Kommunikatorpreises der Deutschen Forschungsgemeinschaft, DFG, für gute Wissenschaftskommunikation. Er ging an die Bremer Meeresbiologin Antje Boetius, die zuvor von den Helmholtz-Perspektiven gefragt worden war, wer für die Folgen der Wissenschaft verantwortlich zu machen sei. Ihre Antwort war eindeutig. Die Wissenschaft jedenfalls nicht, sagte sie. Die Schuldigen seien, so sie wörtlich, Politik, Wirtschaft und Volk. Ich fand diese Antwort haarsträubend, naiv, schon deshalb, weil die Wissenschaft denn offenbar nicht zum Volk gehört. Dieser Preis wurde falsch vergeben. Es gehört zu den Absonderlichkeiten der Gegenwart, dass ausgerechnet ein Papst die Wirklichkeit ziemlich gut beschrieben hat. Franziskus hat in seiner 2015 erschienenen Enzyklika Laudato Si die Lage der Erde thematisiert und eindringlich davor gewarnt, sie zu einem riesen Müllhaufen verkommen zu lassen. Ungefähr zeitgleich sagte der inzwischen verstorbene Stephen Hawking, wir hätten noch ungefähr 100 Jahre, um neue Planeten zu besiedeln. Was aus der Erde werden soll, ließ er offen. Doch auch diese beiden sehen in der Wissenschaft nur die Retterin, nicht die Mitschuldige. Zu den wenigen Begriffen, die in letzter Zeit die Wissenschaftstheorie bereichert haben, gehört der Fehlerfreundlichkeit. Die schlimmsten Fehler sind die, die man frühzeitig macht und dann lange nicht bemerkt. Nehmen Sie ein Gebirge, eine gute Metapher für Wissenschaft. Viele, die darin nur eine Ansammlung von Bergen sehen, machen schon einen Fehler. Warum? Die Täler zwischen den Bergen, die diese zusammenhalten und gemeinsam den Sockel des Ganzen bilden, gehören auch zu diesem Gebirge. Wissenschaftler sind nicht nur die intellektuellen Kletterer an theoretischen Steilhängen, sondern auch solche Talwanderer, die dort entdecken, was dort nur zu finden ist. Es sind oft keine Berufswissenschaftler, sondern gute Amateure. Leute, die zwar kaum Fachliteratur lesen, aber mit offenen Augen durch ihre sich wandelnde Umwelt gehen. Das sind zum Beispiel die Vogelkundler. Es gibt sehr viele
Hobby-Vogelbeobachter, die die Vogelkunde mit erheblichen, wichtigen Erkenntnissen dazu verholfen haben. So, weiter im Originaltextwinkel. Natürlich gibt es, wie überall, auch viele schlechte Amateurforscher. Sie kennen ihre Grenzen nicht, wollen es den Profis gleich tun. Sie machen den Fehler, sich als Steilhangkletterer zu betätigen, obwohl ihnen dafür alle Voraussetzungen fehlen. Dann stürzen sie ab, merken es nicht und bringen auch die guten Amateure so in Verruf, dass viele heute unter Wissenschaft nur die Berufswissenschaft verstehen. Dabei verstecken sich dort im Schutz der akademischen Aura ebenfalls nicht wenige schwarze Schafe. Ich habe mich als Wissenschaftsforscher ein Leben lang mit diesen Fehlern und den Folgen beschäftigt. Ihr Zustandekommen ist eng mit dem Prozess der Institutionalisierung der Wissenschaft an den Universitäten und historischen Namen verbunden, darunter Francis Bacon. Vor 400 Jahren erschien Bacons Buch Novum Organum Scientiarum, 1620 in London. Damit begann die wissenschaftliche Neuzeit. Nichts hat seither die Erde so geprägt wie die Wissenschaft, die Bacon auf ein neues Gleis gesetzt hat. Man kann dies mit einem einzigen Satz kennzeichnen, der eine methodologische Forderung und zugleich eine Verheißung ausspricht. Zerlegt alles in seine kleinsten Bestandteile und ihr werdet Erkenntnis und Glück ernten. Wie verlockend! Das Zeitalter der Analyse begann und aus Zerlegung ist jetzt vielfach Zerstörung geworden. Wir sind unserem Lehrer Bacon wie kreuzbrave Schüler gefolgt und sehen heute das Ergebnis am Zustand der Erde. Auf ihr sammeln sich all unsere Klug- und Dummheiten an wie auf einem großen Haufen. Ihr Zustand, der so schlecht ist, dass wir nicht sicher sein können, sie noch rechtzeitig zu sanieren, ist maßgeblich das Resultat der neuzeitlichen Wissenschaft. Der Philosoph Gernot Böhme hat bereits vor einem Vierteljahrhundert in einem hellsichtigen Buch vom Ende des Bacon'schen Zeitalters gesprochen. Gewiss haben die Erschließung der Erde, die Entstehung der einzelnen Disziplinen und die Anfänge der Weltraumfahrt auch Realitätsgewinne bewirkt. Doch wer heute studieren will, denkt von vornherein nur an ein Fach, wenn es hochkommt, an ein weiteres, das kurzfristig für ein Examen gefordert wird. Eine umfassende Selbstaufklärung steht nicht mehr zur Debatte, seit man in der Schule lernt, dass Aufklärung und Universalwissenschaftlertum definitiv vorbei sind. Unser Blick auf die Wirklichkeit wird heute schon in den Spielmustern der Vorschulzeit verengt. Die Ermutigung, den eigenen Verstand auf alles zu richten, was Probleme macht, bleibt in unseren Schulen systematisch ungefördert. Ein Student lernt im ersten Semester, dass das Wichtigste in der Wissenschaft die Modellbildung sei. Ein Modell ist ein fachlich vereinfachter Ersatz für diese Wirklichkeit, von der es heißt, dass sie zur Gänze wissenschaftlich sowieso nicht fassbar sei. Wer das noch glaubt, dem wird Naivität attestiert, sprich Studierunfähigkeit. Über die Zulässigkeit der Vereinfachung entscheidet dann die jeweilige Scientific Community per Lehrbuch. Dabei gilt, man höre und staune, das Mehrheitsprinzip. Zuvor hat dieses eigentlich bei der Feststellung von Wahrheit, zwar hat dieses eigentlich bei der Feststellung von Wahrheit nichts verloren, aber der Chicagoer Physikhistoriker Thomas Kuhn hat uns sehr erfolgreich eingeredet, dass dasjenige, was er die normale Wissenschaft nennt, eben doch so funktioniert. Die grundgesetzlich geschützte Freiheit der Wissenschaft müsste eigentlich deren Blick auf die Wirklichkeit bestimmen. Aber sie endet schon in den Universitäten, in einem hierarchischen Stellenkegel, der sie zwischen vielen ziemlich unfreien, kleinen Mitarbeitern und wenigen deutlich freieren Lehrstuhlinhabern vertraglich differenziert zuteilt und in den Besoldungskategorien sogar offen abbildet.
jenseits der Universität endet sie, auch ein Skandal, bei einem politischen Oberaufseher, dem Wissenschaftsminister. Die europaweiten Eingriffe in die Universitäten beim Bologna-Prozess haben bewirkt, dass letztlich politisch gewollte Verwaltungsroutinen und Wirtschaft festlegen, welche Wissenschaft betrieben wird. Ihre Freiheit ist nur noch eine Selbsttäuschung. Die Realität sieht anders aus. Ich nenne noch einen anderen grundlegenden, oft übersehenen Wirklichkeitsverlust: den Umgang der Wissenschaft mit der Sprache. Bacon schrieb noch Latein. Doch wir leben auf einer vielsprachigen Erde. Und mit jedem Sprachenwechsel ist ein neuer Blick auf die Wirklichkeit und Kulturen verbunden. Doch scharf dagegen steht unsere Beschleunigungssucht. Sie hat zu einer modernen sprachlichen Oberflächlichkeit geführt, die den Turm von Babel einfach leugnet, indem sich die internationale akademische Welt immer mehr dem sehr bequemen Only-English-Prinzip verschreibt. Internet, Fachzeitschriften und Forscher, die wahrgenommen werden wollen, folgen ihm ohne große Diskussion. Immer mehr sickert das Prinzip sogar in die Lehre an den Universitäten ein. Doch zur Wirklichkeit gehört die Vielfalt der sprachlichen Denkräume. Ihr Verlust ist nur oberflächlich und politisch ein Gewinn, ein Zeitgewinn. Tatsächlich gehen auch hier mit der zunehmend obligatorischen Einheitssprache Spielräume der Rationalität und Wirklichkeit verloren. Die Bacon'sche Wissenschaft mündet in die Blindheit, ihrer Mitverantwortung für den Zustand der Erde zu akzeptieren. Damit stecken wir in einer Sackgasse. Wir haben schon einiges ausprobiert, was ein Ausweg werden sollte, zum Beispiel die Professionalisierung. Wir haben Institutionen geschaffen, in denen Wissenschaft als Beruf betrieben wird. Doch alle Profis sind ausgesprochene Spezialisten. Wenn es hochkommt, verstehen sie viel von ihrem eigenen Fach, von allem anderen aber beglaubigt nichts. Die Profikultur folgt einem einzigen Fortschrittsprinzip, einem Wissensfortschritt, der immer kleinteiliger wird. Die Lupen werden stärker, aber sie erfassen immer weniger. Die Verengung des Fokus auf die Berufswissenschaft entspricht dem. Man hat deshalb zur Reparatur der dabei entstandenen Schäden nach dem Zweiten Weltkrieg die interdisziplinäre Forschung erfunden. Zwischen benachbarten Disziplinen sollte sie übrig gebliebene Wissenslücken schließen. Gut so, doch es reicht nicht, Lücken zu überbrücken. In vielen Fällen gehören Kernsätze der Lehrbücher neu auf den Prüfstand. Zweifellos gibt es nicht wenige Versuche, an den verschiedensten Stellen im Wissenschaftsgebirge neu anzusetzen. Aber zu Ende gebracht wurde nichts davon. Die neueste Fehlkalkulation heißt Citizen Science. Auch dies ist Teil meiner Biografie geworden. Die Idee war nicht schlecht. Die aus dem Wissenschaftssystem ausgeschlossenen, unterschätzten Laien sollten an der Schwelle des erhofften neuen Zeitalters der Nachhaltigkeit endlich wahrgenommen und nun doch ernsthaft einbezogen werden. Aber ich habe als geladener Berater persönlich miterlebt, was unser Forschungsministerium BMBF